Das Licht ist schon jetzt aus, im Eisstadion in Mittenwald. Um Strom zu sparen, dreht die Eismaschine im Dunkeln ihre Runden. Erst im letzten Moment, kurz bevor das Training beginnt, geht das Licht an. Für die U17 vom EV Mittenwald sind es hier die letzten Trainingsstunden. Ein schmerzhafter Anblick für Jutta Meier, die Hallenpächterin. Treffen tut's genau diejenigen, die eigentlich unter Corona es schon am schwersten hatten, nämlich die Kinder. Die haben jetzt letztendlich wieder das Nachsehen. Tut mir schrecklich leid für die Kinder, aber ich selber stehe also wirklich mit dem Rücken an der Wand. Der Grund? Die Eishalle ist ein echter Energiefresser. Schon im Sommer wird Eis gemacht. Eine Eishalle ist ein riesiger Kühlschrank. Zum Runterkühlen braucht es besonders viel Strom und Gas. Doch die letzte Abrechnung übertraf alles. Bevor wir im Juli angefahren sind, wir brauchen 2 Wochen, um die Eisfläche herzurichten, hatten wir einen Betrag X angesetzt. Dann kam die Abrechnung Mitte September für den August, dann waren wir schon bei dem Doppelten. Im Vergleich zum August 2020 liegen wir 266% über dem Preis. Seit Jahren schießt der Markt Mittenwald bei den Betriebskosten der Halle zu. Heuer allein 56.000 Euro. Doch mehr geht einfach nicht. Leider, sagt der Bürgermeister. Wir geben hier schon seit vielen Jahren eine Beihilfe, was möglich ist, also nach EU-Beihilferecht, wo wir auch den derzeitigen Betreiber schon unterstützt haben mit schon größeren Summen, das, was uns halt möglich war. Aber, und das zeigt auch nochmal ganz deutlich, selbst wenn das jetzt nicht mehr ausreicht, wie hoch und wie eklatant eigentlich jetzt momentan die derzeitige Situation ist. Auch wenn es vielleicht bald Hilfen vom Freistaat und dem Bund gibt, für die Eishalle im Mittenwald kommen sie zu spät. Mitte Oktober ist das Eis weg und gerade die jungen Eissportler trifft es besonders hart. Jetzt muss man mal schauen, ob man die Saison noch irgendwie über die Bühne bringt und retten kann. Wir müssen uns halt jetzt um ein Ersatzeis schauen. Und das ist aber natürlich dann auch wieder eine Kostenfrage, ob das der Verein dann stemmen kann überhaupt. Aber das sind jetzt alles Sachen, die wo jetzt die Vorstandschaft klären muss, sage ich jetzt einmal. Fast 20 Jahre hat Jutta Meier für Leben in der Halle gesorgt. Doch jetzt ist bald alles vorbei und die Schuld sieht sie vor allem bei der Politik. Das Gefühl der Politik gegenüber, über alle Parteien, stinkt stocksauer. Ich sage seit Wochen, wir leben in einer Bananenrepublik. Und sie baden es aus, die Spiele der U17. Statt Eishockey können sie in Mittenwald bald nur noch Fußball spielen.